Hallo zusammen, mein Name ist Ebito und spielen TerraTech. Falls es euch gefällt, vergesst nicht zu bewerten. Los geht's. Und ich habe das Ganze schon mal vor einem Jahr knapp gespielt, also ich glaube vor 14 Monaten. Und ich dachte mir, ich gucke nochmal rein, weil da gab es wohl richtig fette Updates. Und wir spielen die Kampagne einfach, damit ich wieder ein bisschen reinkomme, ihr ein bisschen reinkommt. Und das Spiel gibt's auf Steam, wer das mal sich angucken möchte. Und ich dachte mir, ich guck's mir einfach mal an. So, das ist mein Hauptblock. Wenn er kaputt ist, bin ich kaputt. Und das ist ein Einerblock. Ein GSO-Einerblock. Warte mal, linke Maustaste einfach dran ziehen. Ne? Genau so war das. Das ist noch das Tutorial. Also wir können hier unsere eigenen Kampfmaschinen, Abbaumaschinen bauen. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier getan hat, gerade in der Kampagne. Ich weiß es nämlich nicht. So, jetzt geht los. Ah ne, ich krieg nur einen Laser. Eine Maschinenpistole. Jetzt geht's los. Nein, ich krieg noch einen Bohrer. Wo soll der hin? Wahrscheinlich vorne hin, damit ich vorne bohren kann, ne? Sie haben Ihr Tech wieder zusammengebaut. Drücken Sie B, um den Baumodusstrahl auszuschalten. Hui. Oh, guck mal, das ist neu. Das kann ich vorher nicht. Oh, GSO XP 0 von 500. Ab geht's. Was soll ich denn machen? Okay, Leertaste für die Waffen. Alles klar. Und, oh, was ist das? Something leert. Ah! Okay, warte mal, wir gehen mal direkt auf den. Nein! Ihr seht, ich kann das gut. Aber warte mal, der ist total dumm. Der weiß nicht, wer sich drehen soll. Jetzt ist er kaputt gegangen. Also ich muss bei dem auch das. Oh nein! Warum? Ich muss bei dem eigentlich auch den Vorderwand zerstören. Deswegen zerstöre ich gerade alle Blöcke. Kann sein, dass er auch auf mich schießt. Ich sehe da nur nicht, weil ich brenne gerade. Also ich qualm schon. Geil, jetzt habe ich alles zerstört, was er hatte. Jawoll! So, jetzt habe ich neue Teile. Die Blöcke des Gegners kann ich nehmen. Dumm nur, dass ich alle, dass ich alles zerstört habe. Aber warte mal, die Kanone ist doch noch gut, oder? Ja, cool. Na, was ist das? Ist das eine Kanone? Geh mal näher dran. Was bist du für ein Gerät? Kleinkaliberlaser. Solaranlage finden. Solargenerator. Okay, warte mal. Nehmen wir das Rad hier auch mal mit. Warum auch nicht? Ab geht's. Was kann ich denn hier drücken? Halt, Mission Lock. Ne, ich lasse mal an. Ich möchte ja sehen, was ich machen möchte. Oh, guck mal. Da kann man abbauen. Ne, da landet wieder einer. Oh, Schattenwurf. Okay, warte. Und man kann sich da so dicke Dinger nachher bauen. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet an diesem Punkt. Oh, das ist meine Solaranlage. Ja toll, ziehen Sie sie mit linker Maustaste, um Ankerposition festzulegen. Ich habe keine Ankerposition mehr. Ich habe alles belegt, leider. Warte, nehmen wir das weg. Komm mit. Endlich habe ich eine Solaranlage. Platzieren Sie die auf dem Boden? Die stand doch gerade schon. Oh, nice. Reparaturblasenprotektor aktiviert. Oh, nice. Hier kann ich mir jetzt reparieren in dieser Blase. Man kann das auch mitnehmen, da muss man allerdings auch Energie haben. Other parts of your base where... Oh, ja, schon weg. Okay, Radar, Batterie, Schildblase brauche ich noch. Da hinten. Aber ich hätte ganz gerne jetzt noch irgendwie ein paar Teile, damit ich mal ein paar Teile dran bauen kann, zum Mitnehmen. Boah. Das hat sich komisch angehört. Oh, das ist aber gut. Ich fahre mal ganz kurz hier so ein bisschen im Kreis rum. Ja. Finden Sie Ihr Radar. Nein, ich will einen Gegner finden. Ich brauche Teile. Der gute alte Mini-Double-Drill läuft da rum. Alter. So. Seinen Drill habe ich schon abgeschossen. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen tricky. Aber der hat auch nichts zum dranbauen. Ich brauche diese komischen Blöcke. Eine Lampe auf dem Dach. Super. Ja, trefft den mal. Ja, danke schön. Ja, wie gesagt, er hatte nur leider, also er hat ein paar Sachen, aber jetzt keinen Baublock. Also ich brauche quasi so einen Basisblock hier. Genau, so ein GSO-1er-Block. Danke, dass du es mir angezeigt hast. So, die nächste Stelle. Oh, ein kleiner Dieb. Hallo? Oh, der ist aber groß. Hier gehen wir mal hin. Auf geht's! Warte, wo ist denn dein... Oh, hab ich alle schon zerlegt? Nein, nein, da lebt noch einer, oder? Ah, ne, jetzt ist er kaputt. Gut, wir gehen mal dahin. Gehen in den Baumodus. Achtung! Baumodus activated.
Weil ich brauche auf jeden Fall mehr Plätze, wo ich irgendwas dran bauen kann. Und mehr Räder. Boah, ein dickes... Alter, der hat dicke Räder dran gehabt. Aber nur eins. Toll. Soll ich denn mit einem dicken Rad? Und ich war mich schon am Freuen, dass ich ein dicke... Ja, genau, fliege ich noch höher. Man kann auch Flugzeuge bauen, aber das habe ich noch irgendwie auch letztes Mal nicht geschafft. Vielleicht habe ich das diesem... Oh, ich habe ein Radar gefunden. Nice. Normalerweise würde ich gerne zu meiner Reparaturblase fahren. Aber wo war nochmal meine... Warte mal, da ist noch ein Gegner. Hallo? Nur ein kleiner Gegner. Ein Scanner-Sniffer. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sein Vorderteil will ich. Okay, die Steuerung war die schon immer so tricky? Komm, jetzt, komm. Nein, komm, ich beute nicht rein. Genau, muss die Kameraführung nochmal irgendwie umstellen. Die ist voll geil, ehrlich gesagt. Die mag ich nicht. Was mache ich denn hier? Hau mal ab. Ist er angebohrt hier? Oh Mist, mein Bohrer ist weg. Nein, bitte. Warum schießt er denn immer auf die Teile, die ich brauche? Ja, danke schön. So, Bohrer dran. Aber warte mal, der hatte noch eine Kanone. Kanone ist gut. Ein Rad noch so. Warte, was ist das? Das ist aber auch noch eine Kanone, ne? Ah ne, das ist ein Stützrad. Kommt hinten hin. Sehr gut, wir fahren zurück zum Aufladen. Zu unserer Base. Dann brauchen wir noch eine Batterie und eine Schildblase. Haben wir soweit alles für den Anfang. Bin gespannt. Warte mal, war hier überhaupt... Ah ja, genau, da hinten. Ich sehe auf der Karte gerade ein Symbol, was ich vorher noch nicht kannte, glaube ich. Ich denke mal, das ist unsere Blase. Dann fahren wir mal dahin, weil die Blase kann uns helfen, uns zu reparieren, hoffe ich. Hallo? Bitte reparier mich. Ja, reparier mich. So, kann ich das denn mitnehmen alles? Wo habe ich denn noch Platz? Muss mal eben gucken. Dieser Block, der kann hier hin. Geil. Warum fällt sie nur einfach ab? Warum fliegt es denn überall hin? Kommt das hin, dann kommt der Laser dann nach da. Das sieht doch schon mal nice aus, oder? Andere Kanone kommt nach vorne. Ne, warte mal, nach oben, weil das ist so eine Drehkanone. Wenn die vorne ist und ich nach hinten schieße, dann drehe ich mich immer selber. Das ist ein bisschen doof. Dann nehmen wir den mit. Okay, ich bin gut bestückt. Da noch ein Rad dran, warum auch nicht? Nimm alles mit. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Aufgabenpunkt da hinten. Oh Mann, jetzt weiß ich, warum der so kacke fährt. Gut konstruiert, Peter. Ausgezeichnet. So, wegen dem dicken Rad, was da dran war. So. Dreht viel besser, auch die Lenkung. Wer hätte das nur gedacht? So, da hinten ist unsere nächstes. Ich denke mal, die Batterie ist da hinten. Oh, da ist noch was abgestürzt. Wow, der Hammer, was hier alles abstürzt. Ich glaube, ich muss wieder kämpfen, oder? Ah, ne, lol. Er steckt den Baum, das ist echt neu. Zerstören Sie den Baum, um die Batterie zu befreien. Ich befreie dich mit meinem Bohrer. Geht das? Ja, komm! Lol, wie das Holz hier einfach kaputt geht. Nice! Boah, wow! Bin heute leicht zu begeistern, ausgezeichnet. Oh, Schildblatt. Ah, die Batterie! Ich bin da aufgeladen. Nur blöd, wenn die Batterie jetzt leer ist, dann ist vorbei. Jetzt dreh doch, bitte! So, auf zur Schildblase. Dann haben wir unsere Basics zusammen. Dann bauen wir uns mal eine Station und dann geht's hoffentlich ab. Weil so der Anfang ist halt immer relativ fix. Oh, das Mist, das ist ein Gegner, glaube ich. Okay, Feuerkraft habe ich. Hab ich den Kristall gerade gezeigt, dass ich Feuerkraft habe. Manche kommen so richtig fette Dinger runter. Die sind aber dann super krass. Oh, da ist noch einer gelandet. Hä? Was ist denn da links? Ach so, da ist der Gegner gelandet. Okay, warte. Und ich will erstmal zu dem Gelben. Ich möchte jetzt nicht den anderen noch angreifen. Pass auf, Gelbe, ich komme. Oh, 2 von 500. Nice. Ah, ich sehe gerade, Energie wird nur verwendet, wenn es auch repariert wird. Also momentan bin ich ganz gut dabei, weil wenn ich jetzt quasi angegriffen werde, repariert sich mein Gefährt wieder von alleine. Ja, wo ist das denn? Weißt du, zeigt da hinten den Pfeil an und ich muss voll lange fahren. Komm her, da. Ach, ich sehe es. Da kommt es raus. Ich schieße schon mal. Ne, ist zu weit weg. Jetzt schieße ich schon mal. Jetzt geht. Wie einfach mal mega schnell ist.
Sauber, ich repariere mit. Top. Jawoll. Boah, das wäre immer mega cool. Okay, warte mal, da ist unser Schildblasenprotektor. Jetzt geht unsere Energie aber auf jeden Fall runter. Oh, ich sehe gerade etwas. Dicke, fette Räder. Das heißt, ab in den Baumodus. Oh, warte mal, ich muss Salvage Mission machen. Was ist das denn, krasses? Achso, defeat enemies for their blocks. Okay, ich muss Leute töten. Gut, dann würde ich mal sagen, beginnen wir, indem wir unser Führerhaus mal abziehen. Toll. Ja, warte. Und dann kann ich hergehen und mir ein neues Gefährt basteln. Fangen wir mal an. Also unser Führerhaus muss jetzt erstmal geschützt sein. Das heißt, wir packen das mal ein. Oh, da hinten ist er gelandet. Genau, jetzt kommt einer und tötet mich so. Boah, Alter, wär's blöd. So, das haben wir schon mal. Wie viele Blöcke haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar auf jeden Fall. Wir könnten hier drunter vielleicht ansetzen. Da drunter noch ansetzen. Dann bauen wir die Maschine mal so ein bisschen höher. Dann machen wir die dicken Räder dran. Würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen breiter bauen. Dafür haben wir aber zu wenig Blöcke. Dicke Räder dran. Stützrad brauche ich nicht. Warte mal, haben wir noch dickere Räder? Nee, nee. Aber war schon mal gut. Ah, ne, hier ist noch eins. Okay, cool. Dann machen wir diesen Block. Warte mal, zwei Blöcke haben wir noch. Ne, ne, einen haben wir nur noch, ne? Okay, ich vergesse das. Kommt das hin? Ich bin jetzt nicht so gut geschützt. Wenn einer mich in der Mitte abballert, bin ich sofort tot. Das so schlimm ist jetzt? Ich glaube ja, ne? Warte. Aber lässt sich eigentlich ganz innovativ zusammenbasteln. Man muss jetzt wirklich nur die Maus bewegen, dann die Blöcke da dran ziehen, wo man sie haben möchte. Geht auch einigermaßen ganz gut. Drill natürlich wieder nach vorne, was wir für den brauchen. Jetzt brauchen wir noch die ganze Bewaffnung. Den Laser machen wir dann da. Jetzt haben wir noch die Dinger. Jetzt haben wir davon drei. Vielleicht könnte man da nach hinten einmachen. Genau, Radar wäre noch cool. So. Und unser Schildkram sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Packen wir jetzt mal einfach irgendwo hier dran. Warte mal, wir können. Wir laden mal eben unsere Batterie auf. Die Blase besitzt keine. Ich denke mal, da kommt Energie hin. Die Blase besitzt auch keine Energie. Kann ich die Blasen ein- und ausschalten? Würde ich mein Schild erstmal ausmachen. Dann würde ich nur die Reparaturblase behalten. Da sind die Kanonen. Jetzt habe ich sie gefunden. Ah, ich habe doch drei. Ausgezeichnet. Dann mache ich noch eine nach hinten. Ah, das ist auch eine drehbare Kanone. Aber sah die gerade nicht irgendwie anders aus? Ich weiß es nicht mehr. Na komm, mach mal da ein. Krieg ich ja eh gleich nur andere Teile. Ne, warte, ich mach das so. So, dann haben wir unseren Schildgenerator. Geht irgendwie leider nicht an, wenn ich den auf dem Dach hab. Guck mal, wie schnell das runtergeht. Nice. Undo. Nein, ich will kein Undo. Ach, man kann zurückmachen. Aber man merkt direkt, ich habe andere Räder drauf. Richtungswechsel ist echt krass. Also je nachdem, wie man das baut, ändert das drastisch das, wie man fährt und sich bewegen kann. Ja, komm. Boah, wie ich immer die ganzen Teile kaputt schieße. Was habe ich bekommen? Eine Lampe. Immerhin, wenn es gleich dunkel wird, bin ich schon mal... Ah, das ist auch noch eine Lampe. Kommt da nach vorne. Cool. Nächster Gegner. Ah, noch ist mein Schild und so gut. Ich könnte eventuell gleich nochmal eben meine Energie aufladen. Was ist denn da unten? Boah, das sieht komisch aus. Gut, so ein bisschen zielen tut er. Das ist ganz nice. Guck mal, der dreht seinen Arsch zu mir. Da haben wir Blöcke. Okay, warte mal, bevor es ganz dunkel wird. Schnell raus. Batterie aufladen. Der hat aber gar keine Waffe dabei. Doch, da. Gut. Ich sag mal so, mehr Waffen, mehr Spaß. Und er kommt. Schilde dran. Energie. Go. Bat Tony. Ah, deswegen heißt er so. Der hat eine Batterie. Nein, er hatte eine Batterie. Ach, ey. Viele Kanonen sind vielleicht nicht immer gut. So.
sagte er und macht noch mehr Kanonen dran. Einen noch, den kriegen wir noch, ne? Ne, gar nicht. Hä? Hab ich das? Hä? Hä? Hab ich ja so wenig kaputt gehauen? Und Bertoni, Mann, ich hätte eine neue Batterie gehabt, wäre so geil gewesen. Ne, warte mal, ich will nicht kaputt gehen. Ich lade erstmal wieder auf. Hup. Das ist eigentlich voll gut. Also das Schild hat jetzt doch schon irgendwo seine Daseinsberechtigung, hat schon auf jeden Fall einen Vorteil, wenn das da ist. Aber es geht bestimmt noch mehr. Aufgeladen. Schilde aktiv. Und komm mit. Ich will nicht am Berg kämpfen. Pew Bob. Das ist ja wie ein Kanonenmann. Warte, warte, warte. Ah, Leute, die liegt schon auf der Seite. Der ein Rad noch hat. Jetzt geh doch kaputt, bitte. So, danke für diese Kanone. Ich habe gleich nur noch so ein riesiges Kanonending. Oder verbraucht das Schild auch noch Energie, wenn es halt... Oh nein! Oh. Ich glaube, der Schwerpunkt ist zu hoch. Ich bin zu groß. Oh, der ist ja sehr sparsam gebaut. Komm, der letzte. Dankeschön. Und noch eine Kanone. Um Geld zu verdienen, müssen wir eine Handelsstation finden. Das ist ja mal toll. Ach stimmt, dann kann ich diese ganzen Sachen verkaufen nicht mitnehmen. Ne? Da war da nicht ein paar Blöcke mit. Und da kann ich auch, glaube ich, auch Sachen kaufen. Ja, das war's. Toll, ganz. Ne, ne, warte mal. Wir gehen da erst zur Handelsstation. Ich muss sagen, so für die erste Folge so... Schon mal nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, bewertet auf jeden Fall den Part hoch oder runter. Eure Wahl. Oh, was ist das denn? Nehme ich mit. Ist glaube ich eine Lampe. Damit ich weiß, habt da Bock drauf oder nicht. Wir gehen jetzt aber erstmal zur Handelsstation. Oh, die wird beschützt von einem richtig dicken Monster. Die haben Verkäufer gefunden. Trader Troll. Ah! Oh, der Kampf ist aber... Oh, mein Bubble ist ausgefallen. Bitte, 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 bitte. Voller Kampf. Wie man einfach so sich gegenüber steht und nur die ganze Zeit ballert. Oh, was ist das? GSO License Upgrade 2. Ah, ne. GSO License Upgrade Grade 2. Okay, warte mal. Cool, neue Sachen. Wow, was ist das? Wow. Boah, richtig dicke Sachen. Auch mit einem Panzerschild, ne? Das kann ich noch gar nicht. Eine Stoßstange. Okay, warte mal, folgendes. Wir brauchen das. Wir brauchen eine Batterie. Was ist das denn? Das ist wie eine Railgun. Ein richtig dicker Bohrer. Korrekt. Okay, warte. Das wird das beste Gefährt. EU. So. Kommt da noch einer dran. Das ist aber irgendwie... Ein komisches Rad. Warum sieht das so aus? Ach, ein Boden. Ah, ein bodenfreies Rad. Kann man auf jeden Fall ein bisschen gestütztere Fahrzeuge bauen. Aber ich nehme mal ein paar Räder jetzt mit. Guck. Und mein Schild sollte jetzt eigentlich wieder aktiviert werden können. Nice. Alles wird repariert und aktiviert. Und dann gehen wir mal zur Handelsstation und gucken, was da so los ist. Bing. Also ein Schild lohnt sich auf jeden Fall. Boah, ist ja super wendig, mein Gerät. Komm mit. Kann da auch irgendwie noch so Sammler machen. Dann kann man irgendwas abbauen, dann wird er quasi eingesammelt. Kaufen Sie ein Tractor-Pad. Oh, da ist es. Wenn man vom Gerät spricht, dann kommt es direkt dahin. Boah, Alter. Damit mein Auto nicht umkippt. Mache ich hier nur ein Stützrad dran, was den Boden nicht berührt. Cool. Rad ist überladen. Ach, wirklich? Hätte jetzt nicht gedacht. Aber gut, ich würde mal sagen, ich beende jetzt hier mal den Part. Richtig krasses Auto würden wir im nächsten Part bauen. Was heißt richtig krass, zumindest mit den Mitteln, die ich habe. Pack mal nochmal alles hier dran. Ich würde alles überschüssig verkaufen. Ein cooles Fahrzeug bauen. Hier eventuell ein paar andere Sachen noch kaufen, die wir kaufen können. Und dann geht es auch schon weiter mit der Kampagne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe das Ganze vor knapp einem Jahr gespielt, habe ich erzählt.
Ja, also, haut rein und bis zum nächsten Part. Denkt dran, ihr könnt ihr bewerten, euch die Playlist angucken und vielleicht ist hier sogar noch der alte Part eingeblendet. Tschüss!